Schnee in Rio de Janeiro. IOC-Präsident Thomas Bach schaut sich schon einmal beim Gastgeber der Winterspiele 2018 um. Während die Athleten in der brasilianischen Sonne um Medaillen kämpfen, taucht der 62-Jährige in die Winterwelt von Pyeongchang ein und ist begeistert. Pyeongchang hat ein kleines Wunder vollbracht, indem es Schnee und Eis in die Sonne und den Sand Rios gebracht hat. Das ist eine großartige Erfahrung. And then making this first-hand experience here is really great. Auch wenn in Brasilien momentan Winter ist, unter 20 Grad fällt das Thermometer selten und Schnee kennen die wenigsten Einwohner Rios. Im südkoreanischen Haus können sie das ab sofort ändern.